Hallo und herzlich willkommen zurück zu Control. Ich bin Mr. Katafir, euer Let's Play des Kaninchen, und in diesem Büro ist einiges nicht in Ordnung. Also wir haben ja hier noch diese ganzen Abbildungen über Vierdimensionalität, oder ich glaube, das sind, ich weiß nicht, ob das Vierdimensionalität... Ja, das interessiert mich nicht. Ach ja, da kann ich auch noch was drüber gleich erzählen, aber wir haben hier diese ganzen... Sind das Intelligenztests? Das gehört, glaube ich, auch zu Intelligenztests, wie dem auch sei. Aber viel spannender finde ich eigentlich, dass hier... Kann ich das sehen? Kann ich das... Kriege ich die Kamera hier so hin platziert, dass wir das sehen? Dieses Bild dort finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Warum ist dort ein Foto? Ach, das ist gar kein Foto. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich nehme alles zurück, weil das Gegenteil, dieses Büro ist total langweilig. Von Louis an Darling, para irgendwas Budgets. Sehr geehrter Dr. Darling, ich nehme an, dass Sie meine Kollegin Dr. Harrington bereits wegen einer Erhöhung des Abteilungsbudgets kontaktiert hat. Das würde mich nicht überraschen. Parapsychologie war schon immer das schwächste Glied in der Kette. Viel Brumborium, aber keine Ergebnisse. Parakinesiologie ist dagegen schon immer die stärkere Abteilung gewesen. Mehr Durchbrüche, konkretere Daten, verwendbare Forschung. Ich bin mir sicher, dass ein hochgeschätzter Mann wie Sie mit Leichtigkeit sieht, welche Abteilung die Budgeterhöhung verdient. Denken Sie nur, was die zusätzlichen Ressourcen in einem bereits formidablen Forschungsteam für Wunder bewirken könnten. Sei es, wie es sei. Mir ist bekannt, dass Sie Single Malt Whisky zu schätzen wissen, also habe ich Ihnen eine Flasche auf dem Schreibtisch gestellt. Mit großer Ach Gott, Alter, finde, wie offensichtlich kann man das bitte machen? Ja, mit diesen kleinen Special-Zusatzmissions. Die kommen immer wieder. Die ist nicht schlimm, wenn wir eine nicht schaffen, weil die immer und immer und immer einfach wiederholt werden. Das sind immer die gleichen, die sozusagen den Angriff des Zwischens auf das Haus simulieren sollen. Und wir können dementsprechend auch Verlorene immer wieder versuchen. Der Vorteil davon, oder der Nutzen davon ist, dass wir damit einfach nur Ressourcen sammeln können und es gibt ein Achievement, wenn man 5 oder so geschafft hat. Das finde ich richtig cool. So ein Mobile mit diesem Würfel, womit man, je nachdem von wo man guckt, hat man entsprechend ein anderes, eine andere Perspektive. Das finde ich süß. Schöne Sache. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Was haben wir noch? Astralebene von Darling. Die Behörde hat Jahre damit zugebracht, zu studieren, warum Objekte der Macht Anwender bei Berührung in die Astralebene transportieren. Mein Vorgänger, Dr. Ash Ketchum, hatte die Theorie, dass ein potenzielles Gefäß, determiniert durch jungsche Archetypen und das kollektive Unbewusste, nee, ist klar, von paranatürlicher Energie bewohnt wird, wenn es in seiner Nähe zu einem Ave kommt und so ein gewandeltes Objekt erschaffen wird. Im Laufe der Zeit wird durch Bwt und die Astralebene eine Verbindung zu diesem Objekt erschaffen, wodurch es sich in ein Objekt der Macht verwandelt. Ich habe kein Wort verstanden. Seit Dr. Ash Ketchums Zeit hat es viele weitere Theorien gegeben. Astralwesen hätten Objekte der Macht als eine Art Test auf die Erde platziert. Unsere Dimension sei ein Teil der Astralebene gewesen und die Objekte blieben zurück, als sie sich zurückzog. Die Astralebene sei ein früheres Grenzbereich zum ältesten Haus, doch die Verbindung wurde getrennt und jetzt seien die beiden nur noch durch Objekte der Macht verbunden. Ich werde versuchen, Gegenbeweise für einige dieser Theorien zu liefern, um etwas Kahlschlag zu betreiben. Hoffentlich kommt die Wahrheit ins Licht. Also es gab irgendwelche Gefäße, die bewohnt werden, wenn es in der Nähe zu einem Elf kommt. Das würde ja vielleicht aber sein, dass wir... Warte mal, das finde ich aber ganz... Warte. Bei uns in der Gegend, weil wir noch klein waren mit unserem Bruder, kam es ja zu einem Ave. Und das würde ja dann wieder zu passen, dass potenzielle Gefäße, determiniert durch irgendwelche Archetypen und kollektive Unbewusste, whatever this means, zu einem gewandelten Objekt werden, die dann zu einem Objekt der Macht werden. Und das könnte ja bedeuten, dass unser Bruder und wir oder nur einer von beiden zu... genau, sozusagen das erste... menschliche Objekt der Macht wurde. Was ist... Wozu ist das da? Warum kann ich das tun? Keine Ahnung. Fanny, er steht fest am... verankert, ne? Naja, egal. Hallo! Schönen guten Tag. Oh, hallo. Och, nö, 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 nö.
Fuck. Shit. Komm mal raus, dann kommen da gleich 500 Gegner. Stehen da um einen herum. Nein, Discord jetzt nicht. Das war viel zu viel und ich war schon so weit bei dieser einen Mission, dass ich 50 Leute töte, ohne zu sterben. Ich meine, der Verlust ich hab vergessen, was das war, wie die Währung da heißt. Das ist jetzt nicht schlimm, weil damit können wir uns super bünden. Hallo. Ich hoffe, ich muss nicht nochmal alles machen. Nee, wir müssten ja noch alles haben. Pass auf, ich gehe jetzt einfach runter. Scheiß drauf. Mir doch alles egal, was hier oben passiert. Ich meine, das ist alles wieder heile. Bitte lass alles auch noch benutzt sein. Wir können ja ganz einfach nachgucken, indem wir hier mal vorbeischauen. Bitte lass es schon geöffnet sein. Yes! Und den Artikel haben wir auch schon. Okay. Wir können also direkt jetzt uns in die Parapsychologie begeben, wo wir auch hin müssen. Scheiße für den ganzen anderen Rest. Schönen guten Tag. Hallo! Okay. She's in trouble. I need to reach her. Wie kommen wir aber dahin? Hier kommen wir. Oh. Hä? What's this? Ich verstehe es nicht. Wie sieht das in der Parapsychologie? Schön. Oh, es ist so uneinsichtig. Oh mein Gott, halt. Immer umgucken, nicht, dass wir irgendwas übersehen hier. Und welche Verstecktheiten. Oh! Ich würde gerne schleichen. Und ich würde gerne... Okay. Komm du mal ganz kurz her. Spiel mal damit. Aua! Oh, das ist ein Scharfschütze. Halt. Gucken, dass hier nichts ist. So wie du. Und du willst mir jetzt mal ganz kurz den Scharfschützen hinten auszuschalten. Wir gehen mal ein Stück näher, denn hier ist ja... Nein. Oh mein Gott, das sind zu viele. Nein. Oh. Keine Munition mehr. Wo ist denn der Punkt hier? Nein. Alter. Da. Nein, wo ist er? Say what again? Ernsthaft, ist hier kein Speicherpunkt? Ist hier nirgendwo ein Speicherpunkt? Notfall. Zusatzbemerkung. Nicht verfügbar. Transkript eines Anrufs an den kalifornischen Notruf. Bitte sagen Sie mir, was passiert ist. Hallo? Ich bin hier. Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören, Ma'am. Wo sind Sie? Ich bin in der Leitung. Ich habe mich verirrt. Ma'am, haben Sie heute Alkohol zu sich genommen? Ich habe das Gefühl, dass ich durch die Leitung gezogen werde. Zu Ihnen. Bitte legen Sie nicht auf. Wenn Sie auflegen, bin ich vielleicht weg. Was meinen Sie mit weg, Ma'am? Wieso plötzlich kommt dann ein V? Es war Stimme, V, weg, fort, raus. Okay, und können Sie Ihre Umgebung beschreiben? Unbekanntes Geräusch, ma'am, Anmerkung. Der Notrufmitarbeiter versucht, die Nummer zurückzurufen, und der Anschrift existiert nicht mehr. Ja,
Ja, das ist alles ganz normal. Ich habe gehört, das ist alles ganz... Oh Gott. Ich habe gehört, das ist alles ganz normal. Gut. Oh, I tried my best. Aber wo ist denn jetzt... Wo muss ich denn hin? Ich komme nicht auf dieser Karte nicht klar. Ich komme auf diese Karte nicht klar. Bin ich jetzt richtig? Bin ich falsch? Wo muss ich denn hin? Ich hätte da unten irgendwo lang gemusst. Ich hätte... Ich bin falsch. Ich hätte hier... Ach nee, erst da bin ich... Nee. Da unten muss ich rein. Wie komme ich denn da hin? Komme ich über das Astral? Es könnte sein, dass ich da oben lang muss, durch die Astralebene oder durch die Parapsychologie. Da komme ich... Ach genau, ich muss über diesen... Ah ja, ich muss über die Astral-Expedition durch. The astral plane. Similar to an iceberg, what you see is not what you always get. Regardless, this place is vitally important to the Bureau. Most information on the astral plane is classified, but we can talk in broad strokes, keeping in mind that these are staggeringly complex systems, and simplification does them no justice. Now, the white non-space, the ever-present inverted black pyramid, the board, all linked, intrinsically tied to the oldest house, tied to the director, the process of choosing a director, tied to all objects of power in terms of who controls them. Yes. Das war nicht aufschlussreich, vielen Dank. Aber guck mal, hier ist es viel aufschlussreicher. Endlich mal wieder ein Kontrollpunkt. Oh. Ah, endlich! Kann ich nämlich mal hier meine Gegenmaßnahmen mal wieder machen. Ich habe hier nämlich eine Belohnung. Schmettergeschoss, sehr schön. Jetzt können wir nochmal Fungus, kriegen wir noch nicht hin. Per Stich haben wir noch nicht. Mit Schmetterer im Isolationssektor ohne getroffen zu werden. Ja, das sehe ich alles nicht. Aber Alter, an der Stufe 5. Wir versuchen das mal. Dann haben wir noch hier in der Astralwerkstatt irgendwas Neues. Eine neue Waffenform. Stich herstellen. Stich ist präzise für einen geladenen Schuss der Rüstung. Gott, ein Scharfschützengewehr. Ich könnte auch Schmetterer aufwerten. Kann ich aber beides noch nicht. Dafür mir noch aufschlussreiches Muster und Astraltöne. Aber das möchte ich haben. Das klingt richtig cool. Und das ist auch die... Das ist die Art und Weise der Waffe, wie sie in dem Video hier angezeigt wird, ne? Im Hintergrund. Da. What the... Fuck. Das ist... Was ist das? Das ist auf jeden Fall ein Punkt in dem... Irgendein Abschnitt in der Astralebene, wo wir die... Nicht da rein. Kann ich nicht, okay. Wo wir die Fähigkeit immer bekommen in der Astralebene. Verzeihung, ich habe sie gar nicht gesehen, der Herr. Was haben wir? Oh Gott, wir haben schon wieder eine ganz schreckliche Serie. An early hypothesis was that the mindshape of the astral plane is subjective. But that was fast proven wrong. It's an actual place. Not a construct of the mind, even though it is with our minds that we enter and experience it. But then one could argue that that's the case with all reality. We've been able to record footage of the astral plane by monitoring the brain activity of those experiencing it. That is the only concrete material that has come out of the astral plane expeditions. Apart from one shocking exception. In the astral plane footage, we're always in the vicinity of the pyramid. We've concluded that this, not the entire plane, is what the board controls. We have glimpsed movement. Native species, always in the distance, and yet contact was made. We don't have footage of this, a technical malfunction, but when one of our astronauts returned, a brain cloud, an astral fugue, had hitchhiked a ride in his head. It ruptured out, killing the subject in question. It's a relentless predator, pursuing thoughts, minds, lethal to those the entity feeds on.
proper containment protocols are to be observed when dealing with it. Wie bitte? Können wir... Was? 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 Ein gehirnfressendes Monster? Ich möchte kein gehirnfressendes Monster treffen. Wo muss ich hin? Na, da komme ich, okay. Das finde ich richtig cool. Und es gibt andere Lebewesen, die haben noch keine gesehen. Kommt vielleicht noch. Die Ausstellung über die Astralebene sollte Astralnauten ursprünglich als Trainingsbereich dienen. Dort sollten sie sich an die Umgebung der Astralebene gewöhnen, bevor sie in die echte Erde eintauchen. Die Ausstellung hätte besser werden können, aber Wüt war zu knauserig mit dem Budget. Als wir allerdings Wüt entdeckten, funktionierten wir den Bereich um. Ähnlich wie Zoos hoffen, durch vertraute Umgebung das Wohlbefinden ihrer Tiere zu beeinflussen, hoffen wir, das Verhalten von Wüt in ihrer Umgebung beobachten zu können. Die seiner Heimatdimension gleicht? Bisher hat er alles zerstört, was wir in seine Nähe gelassen haben, aber Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Für das als Astralstachel bekannte Astralwesen wurden neue Nomenklaturen etabliert, Okay, das ist dieses, wovon wir gesagt haben, das einmal ist irgendetwas mitgekommen aus der Astralwelt. Aus der Astralebene. Astralstachel. Ach ja, das hatten wir gerade gesehen. Dem möchte ich nicht begegnen. Wieso habe ich die Vermutung, dass wir ihm wohl doch begegnen werden? Hübsch. Alter, das ist so hübsch. Ah, es ist echt hübsch. Gott. Hallihallo. Wo ist der Zerstörungsknopf? Das ist nicht der Zerstörungsknopf, das ist der Lass mich rein-Knopf. Dann lass mich rein. Ist in Ordnung. Ach, die sind nur versiegelt. Ach, wie nice. Okay. Ich will da nicht rein. Wie mache ich denn sowas kaputt? Wo muss denn der rein? Hier ist irgendwo viel Strom. Lass mich mal. Nein. Oh Gott, lauf. Warum bin ich jetzt hier oben? Warum kann ich die Tür wieder zumachen? Das macht doch gar keinen Sinn. Außer, ich sperre den da drinnen ein. Ja, warte, komm mit. Komm. Ja, komm hier rein. Komm. What was the Bureau doing with that thing? Komm ich da irgendwie hinter? Achso. Untersuchen, wenn es das einzige. Aber das ist noch jeder Astralturm. Ich brauche eine Pause. Ich brauche einen Speicherpunkt. Ja, ich bin da. Backup ist hier. Marshall, are you still there? Nein. Shit. We're so close. We need to hurry. Oh, ist hier ein Speicherpunkt? Das sieht nicht wie ein Speicherpunkt aus. Ja,
psychischer Verbündete. Ja, weißt du was? Nein, das machen wir beim nächsten Mal. Wir hatten gerade den Astralstachel. Jetzt kommt nicht. Jetzt, das kann das Zukunftskaninchen machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Euer Gegenwartskaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.